So Leute, da sind wir wieder zurück zu God of War, Changer of Olympus. So, wir begeben uns zum Finale. Und ihr seht schon, ne? Spartaner, das ist dein Ende! Ja, ja. Boah, Alter. Jetzt hör da auf. Boah, du Drecksau. Na, warte. Alter, finde die ist aber stark. Ey, ich habe ihr Angriffsmuster noch nicht heraus, deswegen. Ja, die ist... Alter. Okay, Konzentration hier. Alter, die ist stark. Ist das normal, dass hier keine Mucke ist mitten im Kampf oder was? Anscheinend. Alter, die ist extrem stark. Ich bin gleich tot, Freunde. Ich bin tot. Nee, ich bin noch nicht tot. Aber das wird sich nie im Leben mehr ausgehen. Ich weiß echt nicht, wie die funktioniert. Die ist richtig heftig. Was eine Drecksau, ne? Okay, ich muss nur kurz checken, wie die funktioniert. Alter, guck mal, wie unfair. Ich hab die Energie noch vom letzten Checkpoint und die Kisten sind aber bereits offen. Ja, das ist ja doof. Spartaner, das ist dein Ende. Den Checkpoint hätte man besser setzen können, muss ich sagen. So, dass man nicht immer die Cutscene gucken muss, weil die kann man auch nicht überspringen. Naja, dann hoffen wir mal, dass wir nicht so oft drauf gehen. Also, für einen BSB-Ableger. Überragend, Alter, wie das in Szene gesetzt ist. So, jetzt, Alter, scheiße. Wie mache ich die am besten? Ich kann hier nichts nehmen oder so, ne? Nee. Ich weiß es nicht. Ich trau mich kaum ran an die Bitch. Schau, die weicht das auch sehr gut aus, die Sau. Ja, ich werde halt ein bisschen wegrennen. Alter, ist nicht dein Ernst, das macht die Damage. Alter, Finn. Okay, Konzentration. Scheiße, wie ein aufs Auge. Okay, das mit dem Stein habe ich mir jetzt schon mal gemerkt. Dann hat sie hier noch so eine Sturmattacke nach vorne. Blöd ist, wenn die aus dem Bild raus... Hat sie mich getroffen? Ich weiß es nicht. Die ist echt stark. Wie passt das zusammen, dass die so stark ist? Darf ja normal nicht sein. Ich meine, wir sind Gratis, Alter. Scheiße, die macht mich wieder platt. Locker sogar macht mich die platt. Alter.
Aber in der Luft bleiben ist schon mal gut. Bäh, immer diese Cutscenes dann gucken und Salz wäre. Das hätte man schöner machen können. Die hat mich nicht so stark in Erinnerung, muss ich sagen. Das ist ja die Frau vom Hades. Naja gut, sie ist die Unterweltkönigin. Ein bisschen was muss die ja drauf haben. Wäre ja sonst doof. Coole Story, auf jeden Fall. Alter, die trifft aber auch extrem gut damit, ne? Nee, also mit den Panzerhandschuhen glaube ich nicht, dass ich da weit komme. Mit dem kann ich, komme damit gar nicht klar. Nee. Obwohl, Damage machen die wirklich besser. Habt ihr gerade gesehen. Die ist wirklich extrem schwer und macht übel Damage. Die macht richtig unnormal Damage. Und ich finde den Checkpoint sehr, sehr unfair, ehrlich gesagt, weil wir haben die Kisten nach dem Checkpoint aufgemacht. Der erste Schlag ist ja schon richtig heftig von ihr. Okay, man darf auf jeden Fall nicht zu gierig werden mit dem Damage. So viel ist klar. Bin ich aber auch nicht, ehrlich gesagt. Ich kann die nur übel schlecht ausweichen. Okay. Das finde ich halt scheiße, dass er sich bewegt, während sie die Magie trifft. Okay, das sieht schon besser aus. Jetzt machen wir unseren Job schon ein bisschen besser. Scheiße, Nutte. Steh auf. Mann! Hör auf mit dem scheiß Stein, Alter! Guck, die trifft mit dem Kackstein immer. Mann, ey! Die rastet voll aus, wenn sie nicht mehr so viel Energie hat. Wir haben sie jetzt bis zur Hälfte runtergeboxt. Das haben wir eigentlich gut gemacht. Komm, da müssen wir jetzt anschließen an diese Leistung, Alter. Die Cutscenes nerven übelst, Alter, wenn der nicht überspringt. Ach komm, wie hat die mich jetzt getroffen, ey? Dieser Scheißstein, diese Scheißsteinattacke, Alter, ohne Kack. Die ist so ätzend. Ach komm, ey, jetzt läuft schon wieder gar nichts hier. Wo ist er? Komm her, du Drecksau. Mann, geh weg von diesem Kamerawinkel. Ich sehe sonst nichts. Okay, getroffen hat sie mich nicht. Mann, die verfolgt dich mit dieser Attacke. Das ist die Kacke. Ach, das gibt's nicht, ey. Wie ich die Attacke doch voraussehe, aber nicht mehr zum Ausweichen komme. Alter, ohne Scheiß, diese Attacke ist so overpowered. Du dreckiges Miststück, komm her jetzt. Alter, das ist doch unnormal, was das für eine Reichweite hat. Ohne Scheiß. So, ich werde jetzt komplett die Fresse halten. Vielleicht bringt das was, aber nur vielleicht.
Ach komm, ey. Das gibt's nicht. Nee, das hat so eine abnormale Reichweite. Das finde ich total overpowered. Ja, jetzt ist er wieder in diesem Winkel. Und dann sehe ich nichts. Nee, das ist... Guck mal, ich komme nicht mal zum Aufstehen und bin schon wieder tot. Nee, komm, lass mal stecken. Nein, ich möchte nicht wechseln, Alter. Nein. Meine Fresse. Alter, manchmal fängt es sofort an mit diesen Scheiß und dann wieder verspätet. Das ist so eine Drecksau einfach, dieser Boss, ohne Kack. Mann, Grato, steh schnell auf, ey. Das gibt's nicht, ey. Nee. Lass diese Welt hinter dir. Alter, ich hab doch gedrückt. Achso, okay. Ich dachte schon, ey. Da wäre ich jetzt richtig ausgerastet. Du hältst mich nicht auf. Halt die Fresse, du Schlampe. Ach so. Mann. Ich drück doch, Alter. Ich drück doch auf Blocken. Alter. Das ist doch schon wieder... Ach kommt, Leute, ich bin doch wohl nicht zu dumm zum Blocken. Ich hab doch die ganze Zeit auf Blocken gedrückt, ey. Wenigstens an den gescheiten Checkpoint. Ich drück die ganze Zeit reflektieren, er macht's nicht. Das habe ich die ganze Zeit schon gedrückt, aber er macht's nicht. Meine Fresse, ohne Scheiß. Ja, natürlich trifft er mit dem Scheiß nicht.
Ah, doch, mit dem Endschlag hat er getroffen. Sehr schön. Okay, okay. Der hat aber auch echt unsympathische Attacken. Wirf es doch zurück, Mann! Er wirft's nicht. Alter, ist das ein Spaß manchmal. Parieren tut das, aber er wirft's nicht zurück. Geht doch, meine Güte. Ist doch nicht so schwer. Naja, manchmal tut das einfach nicht. Frag mich nicht warum. Irgendwie ein Bug oder sowas. Scheiße. Jawohl. Ach, wenn er in diesem Kreis steht, dann pariert das nicht. Warum auch immer. Boah, das macht übelst Damage, wenn sie sich damit trifft. Ah, es geht doch. Ah, schon ein ziemlich nerviger Boss, muss ich sagen. Mann. Meine Güte, ey. Die hört gar nicht mehr auf mit dieser Scheiße. Wann stirbt die denn mal? Das macht ja kaum Damage, was ich da mache. Aber ich kann ja nicht viel anders machen, ne? Oder mache ich was falsch, Freunde? Irgendwas muss ich doch scheiße machen. Gibt's doch nicht, dass die nicht stirbt. Alter, diesmal schießt sie viermal. Die hat auch kein fixes Angriffsmuster. Ich bin gleich tot. Die hat auch kein fixes Angriffsmuster. Ist immer ein bisschen anders. Guck mal, jetzt macht sie nur noch den hier. Jetzt wieder den hier. Also das ist... Hat kein fixes Muster. Hallo, machst du mal wieder den normalen Schlag, damit ich hier... Naja, hat so keinen Bock, ne? Ich mach hier was falsch, ich spür's. Aber ich weiß nicht was. Ja, ich mach hier... Irgendwas mache ich hier komplett falsch und ich check nicht, was es ist.
Das gibt's nicht, Alter. Die macht immer denselben Scheiß, das kann ja nicht sein. Das kannst du ja nicht parieren, ne? Nee. Oh. Okay. Weich aus, Alter. Nee, mit dem kann ich nichts machen. Also ist schon richtig hier. Also der Gratus ohne Scheiß, wenn der in einem Combo drin ist, hört er gar nicht mehr auf und kann es nicht mehr ausweichen. Aber das läuft schon deutlich besser wie in der ersten Runde. Okay, es kann es nicht parieren. Ja, es läuft deutlich besser. Wir haben die viel schneller unten jetzt da als wir im vorherigen. Viel, viel schneller. Ja, ja. Auf jeden Fall. Aber jetzt geht nichts mehr. Schaut mal. Ich glaube, jetzt muss ich hier irgendwas machen. Mann! Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, Alter. Ich verstehe es einfach nicht. Die Logik hinter diesem Boss ist mir einfach unbegreiflich. Nee, ich check's nicht. Absolut nicht. Ich check's null. Überhaupt nicht. Wozu das hier in der Mitte wirklich gut ist, weiß ich nicht. Absolut nicht. Er pariert nicht. Ja, die geht ja nicht mehr runter. Ah, doch, jetzt. Werden wir wahrscheinlich noch eine Runde machen müssen. Das schaffe ich nicht mehr mit der Energie. Oder doch? Oh Gott! Geh weg, geh weg, geh weg! Irgendwas explodiert hier gleich oder sowas. Oder kann ich die hauen? Nee. Ah, warte. Nein! Lutsch mir die Eier, Alter! Wieso bin ich so dumm, ey? Warum bin ich so dumm? Okay, 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 okay. Wir haben noch eine Chance. Es wird sich nicht ausgehen. Die hat sich komplett regeneriert. Ach man, warum bin ich so ein dummes Vollpfosten, Alter? Richtig behindert einfach, ey. Ach man, ey. Ich bin so ein scheiß Vollidiot einfach. Ohne Scheiß. Das regt mich hier gerade so der... Oh. Ja, die können ja doch was richtig machen mit den Checkpoints. Warum nicht gleich so? Alter, ich krempe mich gerade ohne Scheiß
Meine Konzentration ist komplett am Arsch gerade. Alter, dieser Boss kotzt mich an. Haben wir es jetzt endlich? Ja, ich glaube schon. Dein Leiden wird niemals enden, Geist Spartas. Vielleicht glauben, dass die Olympier dir helfen. Aber sag mir, wo sind sie jetzt, deine Götter, Kratos? Warum kommen sie nicht, um dir zu helfen? Ich brauche die Hilfe der Götter nicht. Aber ich habe meinen Weg jetzt erkannt. Ich diene ihnen. Und sie werden ihr Versprechen halten und meine Vergangenheit auslöschen. Sage mir, Spartaner, was ist es wert, das Versprechen eines Olympiers? Es ist alles, was mir bleibt, Atlas! Wir sehen uns wieder, Spartaner. Es ist vorherbestimmt. Eines Tages wirst du deine Taten bitter bereuen, Kratos. Der mächtige Atlas lag in Ketten, auf ewig dazu verdammt, die Welt auf den Schultern zu tragen. Eine noch schlimmere Strafe, als selbst Zeus den Titanen auferlegt hatte. Atlas' Schicksal war besiegelt und die Göttin Persephone war tot. Kratos hatte die Menschheit gerettet, doch das war ihm gleich. Mit seiner Tochter hatte er die einzige Person aufgegeben, die ihm je wichtig war. Wonach er so lange gesucht hatte, war nun für immer verloren. Während der Sonnenwagen gen Himmel stieg und Helios' Macht die Welt erleuchtete, zog sich Morpheus in die Schatten zurück. Kratos' Sieg verschaffte ihm keine Genugtuung. Jahrelange Knechtschaft erwartete ihn. Er musste sich seinen Sünden stellen und um jene Menschlichkeit kämpfen, die sein dunkler Mythos begrub. God of War, Change of Olympus. Ja. Da haben wir's durch, Freunde. Ja, der Endboss war einfach extrem zäh. Also, gut, ich muss sagen, ich habe mich auch bei vielen Stellen einfach scheiße angestellt, gebe ich zu. Aber viele Dinge waren auch. Vor allem der erste Teil des Bosses war ja richtig zäh. Heftig, was dir einfach Damage macht im Nahkampf. Richtig krass. Ja, im Großen und Ganzen einfach. Was heißt im Großen und Ganzen? Es ist ein Wahnsinnsspiel einfach. Vor allem, weil es auch ein PSP-Ableger ist, finde ich es nochmal extra krass, dass es so gut geworden ist. Ah, Hammer einfach, ne? Man muss ja bedenken, bei Metal Gear zum Beispiel habe ich mir die HD-Collection gegönnt. Und da ist auch ein PSP-Teil dabei. Also der ist ja mega ätzend. Der ist ja richtig schlecht einfach. Und deswegen umso besser einfach, wenn ich sowas sehe, dass es sehr wohl geht, einen PSP-Ableger auf die PS3 zu bringen, mit HD-Texturen und dann so geil auch noch. Also, God of War, ganz großes Kino. Jo, gut, Freunde, dann sage ich an dieser Stelle, reingehauen, wiederschauen. Ich lasse noch die Credits für euch bis zum Ende durchlaufen, genießt die epische Musik und ich sage, ja, haut rein, wir sehen uns beim nächsten Let's Play.
Seine gnadenlosen Schlachten forderten schließlich ihren Tribut, als Kratos aus dem Wagen zur Erde fiel. War dieses Opfer zu viel für ihn gewesen? Selbst für den Mann, der als der Geist Spartas bekannt war? Er hat uns wieder treu gedient, Athene. Er ist wahrhaft bemerkenswert. Er ist schwach. Sollen wir ihm helfen? Er schafft es. Sie müssen.